Okay. Dostoevsky. Rush, Dostoevsky. Ivan. So. Holy Schlampen. Iwanowitsch. Iwanowitsch Dostojewskij. Dann nimmt mir ein Sledge. Schon Warum? leid. Weil ich kann. Ihr fangt alle am Fluss an. Ich hingegen, meine Freunde, gehe am Weihnachtsmarkt, kaufe mir einen Glühwein und dann geht's los. Ja, genau. So ist ein Weizen alle, oder? Bist Ich jetzt auf trinke, Glühwein ich habe umgestiegen. beschlossen, 10 Kilo abzunehmen. Oh, okay. Hey. Und da fängt es beim Weizen an, oder Jetzt was? fängt es beim Weizen an und hört beim Essen auf. Keine Süßigkeiten mehr. Okay. Ohne Scheiß Was? jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Alter. Alter, wir Den spielen Bioschadhotel Altherrenfußball. lokalisieren. Da brauchst du kein Sixpack, gell? Nein, aber die dicken Leute sind alle, wie soll ich sagen, schneller als wir. Verstehst du das? Ja, aber dann kannst du ja nicht mehr entspannt zocken. Dann hast du gar keine Nervennahrung. Ja, wahrscheinlich bin ich deshalb so scheiße. Ja, das ist total, du bist auf Entzug sozusagen. Drum. Okay, im ersten Stock haben Gute sie ein paar Arbeit. Gemma Der aufgestellt. Biobefahrungsbehälter wurde lokalisiert. Hey, gehst du mal ins Training? Ja. Tja, 10 Sekunden. Spaß. Du nicht? Ich bin doch krank geschrieben. Einsatz in 5 Sekunden. Ja und? Weiter zum Ja Standort des und? Biogefahrgutbehälters. Gerade deshalb. Halt Michelsdorf arbeitet beim Gepard. Ich weiß. Ja, Lust hätte ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich Ich werde da auch, geh auf gehen. jeden Fall. Weiß man, Du wurscht gehst? ist. Alle. Ist mir doch Pumpe. So spielt hier Aha-Mannschaft, oder? Ich wurde entdeckt. Was? Wir spielen Nationalmannschaft, Nein, klar. du auch. Ah, cool. Aha-Nationalmannschaft. Weltberühmt. Ja, wird berühmt. In Michelstein. Aha. Ach, Alter, das gibt's ja nicht. Und jetzt bist du auch tot. Ja, Nachladen! Mann, das gibt's doch nicht. Da wollte ich gerade den Frost von hinten. Hab ihn schon fast fertig und dann kommt nochmal der Smoke raus. Die sind alle da oben. Da ging's gerade voll ab. Ja, total. Wo ging's ab? Oben im ersten Stock. Da hat einer den anderen, wieder den anderen von hinten gekillt sozusagen. Wow, ach so, der andere schießt, mein Gott. Geräte werden Oh. ausgeschaltet. Keine Keine Angst. Panik. Teammate. Noch Nur noch einer vom zwei? eigenen Trupp. Na, Geil. bist allein, So, auf der kam von links, glaube ich. Ja, schon. Sehe. Ich spreche noch. Ach so, ich habe ja gar keine. Ich schieße da Einzelschuss mit dem Ding. Wie geil. Cool gemacht, ja. Oh, Schnell weg meine hier. Hälfte. Ja, kleine Zwischendurchmahlzeit. Wo bin ich denn hier? Da, links. Treibst du Bombe entschärfen. Bombe entschärfen. Genau. Schnell um Modus umgeswitcht. Ich mach sie alle tot. Ja, davon gehen wir aus. Du. Mach sie fertig. Oh. Alter, Warum das dann? könnte halt tot sein. Meinst du? Nee, das wäre so kein Angriff. Alter, die kämpft nicht, Alter. Stimmt vom Ding. Dann wieder. Ein Gegner verbleibt.
Guten Tag. Man erkennt bestimmt. Guten Tag. Wo ist denn da die Kamera? Keine Ahnung. Kamera? Da oben. Oder? Gibt's hier eine in dem Raum? Da oben, rechts oben, am Gang. Was? Rechts ja, oben, ja. Am Gang. Ja. Schau dir, wer der andere ist da. Was ist denn der? Ah. Jawohl! Hast du den gesehen oder was? Ja, gerade eben. Krass. Jetzt pass auf, jetzt habe ich nochmal geguckt. Ich wollte ihn eigentlich Ding. Er hat ja dann echt das. Ah, okay. Und er hat echt zu Tür geschaut, weil er das gehört hat, dass das gehört hat. Ja. Ja, aber du hast das Loch schon vorhin aufgebrochen, dass er da nicht. Die waren so schlecht. Zum Loch geschaut hat. Die waren so schlecht, Lars. Die hätte ich gerne auch. Die hätte ich auch noch weg. Die hätte ich auch noch weggemacht, Alter. Hätte ich noch gelöst, ich hätte sie auch weggemacht. Die sowas von zerstört. Geh mal hin, Zigarrenlounge. Ja, ich gehe Zigarrenlounge. In Vorbereitung. Ich hab schon ewig keine Zigarre mehr geraucht. Bestimmt schon. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Jetzt willst du den Rauch sicher machen. Die Lunge schreit schon danach. Was? Rauchmilch. Rauchmilch. Ach, Drohne! Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich mach einfach mal da. Hey, ich habe die Runde geholt. Ich möchte eigentlich gerne einen Bogen haben. Applaus, Applaus. Nein. Ich hab's dir doch davor schon gesagt. Wir haben nichts anderes von dir erwartet. Ja. Weißt du, wie denn? Naja. 10 Sekunden noch. Im Einsatzbereich bleiben. Noch 5 Sekunden. Bitte halt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Ich setze den Sinn. Beschütze den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Verdammt. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Oh, Scheiße. So ich hab einen Salon gekillt. Jetzt, der ist vorher von Rotze gekillt worden, von Andi. Ist echt, oder? Ja. Der Typ muss Scheiße verkommen jetzt. Ey, irgendwann will die Auswerfer. Ja, der Salvo wahrscheinlich. Wenn ich den gerade gekillt hab. War das einer von uns, oder was? Ja. Egal! Ja, der kam voll ums Eck laufen. Ja, nein, das soll ich nicht sagen. Das ist halb so wild. Oh. Ich wurde entdeckt. Übrigens in der Zigarrenlounge. Weil die Zigarrenlounge ist geil. So, da rennt der. Ja, ganz oben am Dach. Ja, ich glaube nämlich auch, dass ich davor war so eine Scheibe. Ja, eine läuft auch gerade, die Ash läuft gerade ganz runter wieder ins Erdgeschoss. Ich habe sie mal markiert. Sie sind bei mir. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, ja, eingestellt. Sie sind bei mir. Rüsten wir mal einer? Ja, bin schon. Ballert der Wichser. Ich sitze auf dem Trockenen. Alter, danke. Danke für die Hilfe, Jungs. Die Gegner sichern den Behälter. Nein, gibt es. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Ja, wir müssen. So. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Und hier läuft draußen. Oh, ein Schildträger und noch Scheiße. Scheiße, da ist. Oh. Und natürlich sofort ein Header, gell? Das ist unfassbar. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Biogefahrgutbehälter von Gegnern gesichert. Und der hat auch nicht. Der hat auch nicht. Also sofort ein Header, hä? Gibt's doch nicht mehr. Shittinger. Machen wir mal andersrum. Jetzt nehme ich mal einen Sledgy. Sledge.
Wenigstens ist Chelsea draußen. So, wer macht jetzt einen Salvo down? Den Biogefahrungsbehälter lokalisieren. Den übernehme ich. Aber ich glaube, der wird die jetzt wegmachen. Dann wollten wir ihn aber raus zu dritt. Ja, bitte gucken. Kannst du es? Genau. Einen eigenen Mitspieler. Rausgevotet. Kapkan ist unten im Erdgeschoss und macht irgendwelche Schichten. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ja, ich habe ihn gefunden. 10 Sekunden. Ganz oben. 5 Sekunden. Ja. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Wir sind ganz oben hoch. Niemand. Niemand. Ist das gut? Kann man vor oben irgendwie. Ah ne, das ist geil. Ich bin Fuse. Das ist schon. Nicht irgendwo eine Kamera? Nein. Eieiei. Hey, ihr seid meilenweit weg von dem Scheißding. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ja. Echt, jetzt hab ich echt keinen Bock mehr auf das Game. Sorry da. Wieso denn? Es war klar, dass der natürlich genau bei dem Fenster ist, nicht beim anderen. Der wirft die Granate. Ich bin schon längst weg! Ich bin schon längst da bei der Ecke und trotzdem killt mich das Ding. Also tatsächlich durch die Mauer. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Sicherung des Raumes einstellen. Es liegt alles an dir. Eigener Trupp neutralisiert. Nein! Ich hab sogar ich gesehen, so. Scheiße, ich hab's echt nicht gesehen. Fuck. Wir spielen aber heute auch einen Stuss zusammen, Jungs. Naja, spielen wir mal miteinander, stimmt. Hey, das hilft ja nix. Ja, das ist also, wer nimmt wen? Sollten wir mal zusammen. Das sind die Bandits. Kapkan und Bahnmuseum nehmen. Bahnmuseum ist gut. Meistens. Und Smokey. Ja, wobei ein Mute. Mute. Okay. Mute. Bahnmuseum. Mach mal die Schuppen dicht. Wir müssen den Biogefahr. Das ist die eine, die man gesagt hat, die sind so schlecht. Da haben wir das richtig gut gemacht. Der Castle muss hier mal zumachen. Ich hoffe, das ist kapiert. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Störsender angebracht. Aktiviert! What the hell? 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Habe die Tür gesichert! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert.
vorbereitet. Siehst du, siehst du. Störsender bereit. Bist du schon wieder da oder was? Nur 4. Gibt's denn echt nicht, ey? Störsender wird aktiviert! Okay, ich glaube, die haben die Luke aufgemacht, oder? Nee, aber durch die Luke durchgeschossen. Ja, wo hat denn der jetzt da geschossen? Munition leer! Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Der letzte muss oben sein. Mensch. Ja. Der hat zumindest den anderen von oben erschossen. Das ist der Fuse, ja, der war oben. Aber der war oben, der ist von oben runtergeratzt. Wo wird denn der ungefähr gewesen sein? Naja, ich schaue bei dir oben gerade mit der Kamera, aber in dem großen Bereich ist er nicht. Wenn, dann müsste er bei dir irgendwo sein, sehe. Ich habe ihn nur gesehen. Das ist Aussage, oder? Na, da ist er. Was heißt da ist er? Ja, wo ist er? Der hat unter dir jetzt. Mach mal mit dem. Also, schon auf eurer Ebene, ja? Ja. Schön. Markier mal mit dem Ping. Ja, ich höre ihn. Mit links. Steuerkreuz links. Hab ihn. Einer vom Siegreich, alle Gegner eliminiert. Okay. So schnell geht's. Yes. Jetzt war's gut. Ja. Kaum sprechen wir uns mal ab. Wieso haben wir das denn vorher gemacht? Mit links könnt ihr doch so einen Ping absetzen, gell? Oder da kann man doch so einen Ping absetzen. So einen, wo geht man hin? Für ein paar Sekunden. Flussdocks oder Parkgasse? Wie Ping? Mit Steuerkreuz links, dann hast du wie so einen kleinen Marker eigentlich. Der hält dann ein paar, 3 oder 5 Sekunden. Und was? Und dann sehe ich, was du angepingt hast sozusagen. Okay. Also wenn du so einen Feind gesehen hast, dann kannst Steuerkreuz links drücken. Achso. Und dann sehe ich den gelben Ping für 5 Sekunden, dann weiß ich, wo der war. Ah ja. Also Steuerkreuz links. Also links, ja. Das analog Steuerkreuz. Was jetzt? Nee. Achso, analog, ja. Also nicht L3. Nein, nicht L3. Sondern das, nicht was L3, links, sondern die 4 Dinger halt da. Ja. Die 4 Tasten links. Und davon der linke. Linke Steuerkreuz. Interessant. In der Küche sind's. Zählt. The Kitchen. Noch 10 Sekunden. The Kitchen. Wo ist die? 5 Sekunden bis zum Einsatz. Da wo die Schweinehälften sind. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Wissen wir schon, wo der Behälter ist? Nö. Na, so nicht, aber in der Küche. Mhm. In der Küche waren sie alle, ne? Wo gehen wir? Da gleich durch? Ja, das ist so ein bisschen Hinterhof-Style. Das kann man machen. Wenn ich sie erwische. Jawohl. Achso.
Oh, Vorsicht, Bärenfall. Das wäre fast angelaufen. Wo? Hast du? Ja. Gehst du hoch und so? Da ist einer, da ist einer. Da, wo ich hingeschossen hab. Ja? Ja, definitiv. Da hat die Waffe rausgeschaut. Am Weihnachtsbaum da? Am Tannenbaum? Oder schon weiter vorne? Na, rechts. Der hat sich da rechts wahrscheinlich von der Waffe da irgendwo hin. Das kann man ja nicht vernichten. Ich hab leider keine Granaten. Warte, ich werf mal welche rein. Ja. Am besten gegen die Kante. Ach komm, genau in dem Moment, wo ich werf, kommt der ums Eck. Ich glaube, ich könnte kotzen, hey. Nur schnell nachladen. Aber ich hab's angratzt. Das gibt's doch nicht. Ich zünd gerade die Granate. Und dann schaut der Frost ums Eck. Leck mich doch fett. Das ist wieder so eine typische Situation, hey. Scheiße ist das. Da kann man das nicht machen, gell? Da gibt's keinen Loch. Kann man hier von oben durchdringen da. Das nützt. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Sauber ganz. Ja, aber das hat mir einen Haufen Ding kostet. Ja, 25. Nachladen! Frost ist tot, oder? Ja. Ja. Feindliche Aktivität. Behälters beenden. Oben, oben ist einer. Pass auf, hinter uns, also da rechts oben. Fuck ist das. Bin voll oben bei der Treppe, muss der sein. Ja, unzerstörbar. Ja, wir hätten Fuß. Verbleibender Gegner. Okay, den hab ich. Jawohl. Sehr gut. Hätte vorhin so eine Drohne reinschicken sollen. Statt die Granate. Wo bist du? Ja, hier bei dir. Achso, du bist es. Ja. Und du kaputt geschossen. Aber wie, wenn jetzt vorgeht, dann bin ich gleich tot. Geh mal auf beide Seiten. Warum du machst du das gar nicht? Mensch, Lars. Jetzt ist er beim Konsum. Jetzt heißt man immer was. 10 Sekunden übrig. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. 5 Sekunden. Ja. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Eigner Truppe erfolgreich. Ich wollte ja von beiden Seiten reingehen. Ja schon, du sagst, du bist hinter mir. Nein, habe ich nicht. Schießt. Doch, du bist bei mir. Ich bin an dir vorbeigelaufen, das muss doch sehen, wo ich bin. Egal. Ich war bei dir, hinter dir. Links, rechts, vor, zurück. Ja, natürlich. Aber ich mag eigentlich Bandit nicht mit seiner Maschinenpistolen, die ist so kacke. Aber der hat halt einfach geilen Draht. Hilft nicht. Ja, so geilen Draht, der auch noch elektrisch ist. Und gehen wir hin? So, wohin gehen wir? Ja. Lesesaal oder Zigarren? Ja, Lesesaal ist gut, ja. Oh. Du lässt wahrscheinlich. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Schutzplatten einsetzen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Boah, fetzen die Drohne schon rum. Aber echt, wie kommen die da so schnell durch das ganze Gebäude durch? Also eine habe ich. Stacheldraht wurde verlegt. Gerät ist platziert. Stacheldraht platziert. Einmal noch mal meine Dinger legen. Ja, müsste. Es bleiben 10 Sekunden. Drohne. Scharf gemacht. Tür im Haus bleiben. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh nein, ohne brauche ich noch.
Benzin wird geladen. Hoffentlich überlebt den Scheiß. Okay, die Tabs sind schon da. Ich denke auch. Oh ja, die gingen gerade an mir vorbei. Wo bist du? Ah ja, okay. Erster Stock, scheiße, ich bin auch im ersten. Jawohl, macht's weiter so. Fuck, 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 echt. Letzter verbleibender Gegner. Hüpft nochmal rein. Hallo. Der Salvo ja. Muss bei dir sein, ja, oder? Ja, der hüpft mir nicht, der Penner. Schmeiß mal Glas. Der ist echt wieder weglaufen, der Wichser. Ich komm schon. Da. Kommst du? Wo an der Gegner? Dann bleib ich da, wo ich bin. Da bei mir ist keiner mehr. Kein Gegner, die sind alle zwei tot. Komm schon da. Ah. Und Salvo. Wo ist der Salvo? Na, der hat dich gerade geholfen. Der hat dich. Und warum? Weil ich bei Rauswurf bestimmt habe. Okay. So, rauswerfen. Ja, er wollte dir nicht helfen, oder? Ja, der ist schon da gewesen und ist wieder abgehauen. Naja, das war die Rache. Gegner gesucht. Den suche ich gleich. Ja, oder den. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Yeah. Jetzt haben wir insgesamt gewonnen, oder? Na, ich glaube, bei uns kommt. Ja. Oben war der noch sogar glatt, ne? Doch, gewonnen. Das ist ja. Wow. Oh ja, tatsächlich. Team Blau gewonnen.